Mein Name ist Dorothea Grün und ich bin heute eure Begleitung. Ich hoffe, ihr habt viele Fragen mitgebracht. Recherche heute einmal hinter den Kulissen des Hannover Airport. Die Mini-Reporter aus der Grundschule Bente gehen auf Erlebnistour und haben sich, wie große Journalisten das machen, gut vorbereitet. Wir haben ein paar Fragen uns ausgedacht, die wir diese Frau heute hier fragen. Wie viele Flugzeuge hier jedes Mal ankommen und wie viele heute noch abstarten, wie viele Air Berlin es gibt und TUI Fly. Und das wollte ich heute noch wissen. Für den 10-jährigen Noel ist die Antwort auf die Frage nach der Berufswahl klar. Also, wenn ich mir das entscheiden könnte, Pilot oder Journalist, dann würde ich lieber Journalist nehmen. Weil mit dem Pilot, ich war noch nie richtig im Flugzeug drin, weil ich bin noch nicht geflogen. Und darum möchte ich lieber erstmal Journalist sein. Für einen guten Zeitungsartikel bietet der heutige Ausflug eine Menge Stoff. Angefangen von einem Blick hinter die Kulissen bis zur Rundfahrt über das Rollfeld. Ich habe jetzt zum ersten Mal gesehen, dass ein Bundeswehrflugzeug hier gelandet ist und dass hier sehr viele Bundeswehrleute schon im Bus lang gefahren sind. Und die habe ich da oben aus dem Rüssel da gesehen und das fand ich sehr interessant heute. Die vielen Eindrücke werden die Viertklässler in der Schule nun in Worte fassen. Vorerst leider zum letzten Mal in diesem Jahr, denn das Projekt NP in der Schule endet mit diesem Ausflug. Wir haben mit 30 Klassen und fast 700 Schülern intensiv gearbeitet. Wir waren beim Ministerpräsidenten, wir waren viermal alleine am Flughafen, wir haben Schülerpressekonferenzen gemacht und heute müssen wir Tschüss sagen, aber wir versprechen, wir kommen wieder 2012, das fünfte Projekt NP in der Grundschule. Tschüss. Winkt mir mal alle zum Abschied. Tschüss.